Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play StarCraft 2 Legacy of the Void Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad Brutal. Ja, beim letzten Mal haben wir es geschafft, mit Kerrigan zusammen hier aus dem Tempel der Zelnaga zu fliehen. Und jetzt machen wir uns hier auch direkt auf dem Weg weg aus dieser Leere, denn wir haben hier nichts gefunden. Die Zelnaga sind getötet worden von Amon. Dafür haben wir jetzt einen neuen Verbündeten, Alarak, zu dessen Heimatplaneten wir jetzt wahrscheinlich auch fliegen werden, oder? Okay, es gibt sogar eine Cutscene. Das Leerenportal auf Ulna wurde geschlossen. Doch es droht eine größere Gefahr. Amon erschafft aus unseren Brüdern einen Wirtskörper. Während wir uns auf Ulna konzentrieren, hat er die ganze Macht der Goldenen Armada entfesselt und nutzte unsere eigenen Waffen. Leben überall im Coprolo-Sektor auszulöschen. Unsere momentanen Streitkräfte sind nicht stark genug, um es mit der großen Flotte aufzunehmen. Doch Amons andere Schergen verwüsten den Sektor. Wir sollten sofort handeln und seine abgelegenen Streitkräfte vernichten. Die Richter wurden für den Krieg geschaffen. Mit ihnen könnten wir unsere eigene Armee erweitern und Amons Boten auf einen Schlag ausschalten. Vorausgesetzt, sie wenden sich nicht gegen uns. Die Richter kennen weder Loyalität noch Ehre. Ihr verschwendet wertvolle Zeit. Die Todesflotten der Tal'Darim sind eure größte Bedrohung. Nur ich allein kann Malash herausfordern und seine Streitmacht unterwerfen. Vergesst nicht das Möbius-Korps. Gerüchten zufolge operieren sie von einer geheimen Basis aus, in der sie ein Heer aus Hybriden züchten. Das ist wahr. Doch zuvor müssen wir herausfinden, wo sie liegt. Horazun, schickt die Besten eurer dunklen Templer, um den Sektor zu durchsuchen. Konzentriert euch vorläufig auf den Schlüsselstein, Karax. Das Überleben unseres Volkes hängt von unserem Handeln ab. Es liegt an den Erstgeborenen, die drohende Vernichtung abzuwenden. Okay, wir können also hier doch auswählen, entweder nach Endion zu gehen oder nach Slime oder so ähnlich. Wir gehen aber erstmal nach Endion, weil es links ist. Und ich immer hier ein Ordnungsfimmel habe. Die Zelnaga sind tot. Auf Ulna fanden wir keine Rettung. Und doch fanden wir Hoffnung. Wenn wir kämpfen sollen, brauchen wir eine Armee. Phoenix und ich glauben, dass wir die Richter aus ihrem langen Schlaf erwecken und ihre Macht nutzen können. Sie mögen eine verbotene Waffe gewesen sein, aber in Phoenix erkenne ich ihr Potenzial. Ich bin gewiss, dass sie uns diesmal nicht enttäuschen werden. Okay, Endion ist ein bewachsener Mond, hat 3 Millionen Cybros als Bevölkerung, was auch immer das ist, und hat eine Umlaufzeit von 8 Tagen. Der Hauptkörper ist Bellum 4 und wir können dort Kolosse bekommen. Mächtiger Nahkampfläufer kann Klippen hinauf und heruntersteigen, verbrennt mit seinem Angriff mehrere Gegner gleichzeitig zu Asche. Ich habe einen Entschluss gefasst, der nicht allen gefallen wird. Meine Zeit mit Phoenix hat gezeigt, dass das Richterprogramm unter der richtigen Führung wiederbelebt werden kann. Die Geschichte lehrt uns, dass die Richter nicht kontrollierbar sind, Artanis. Das ist nicht nötig. Genau wie ich werden diese Individuen einen freien Willen haben. Wir haben nicht genug Richtermuster, um mehr als Phoenix zu erschaffen. Ihr wollt doch nicht etwa, das kann unmöglich euer Ernst sein. Die ursprünglichen Richter werden in dem Kriegsschiff Cybros über dem Waldplaneten Endion verwahrt. Durch Phoenix erkannte ich, dass diese Krieger noch wertvoll für uns sein könnten. Vielleicht verstand die Konklave sie nicht und behandelte sie wie Maschinen, nicht wie stolze Templer. Sie versuchte, sie zu beherrschen. Und sie erhoben sich gegen ihre Schöpfer. Nein, gegen grausame Sklavenhalter. Ich danke euch, doch ich habe entschieden, wir brechen sofort nach Endion auf.
Der Stasisschirm ist immer noch intakt. Wir müssen ihn von der Oberfläche deaktivieren. Ich registriere eine massive Zerg-Verseuchung auf Endion. Sie gehören nicht zu Kerrigans Schwarm. Amons Brut. Das wird nicht leicht. Okay, also sind wir jetzt hier über diesem Schiff, wo wir was machen können. Aber erstmal gibt's neue Gespräche mit allen Teilnehmern. Oh Gott, das ich wieder was. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird, Hierarch. Ich weiß, dass ich die Richter durch die Dunkelheit führen kann, die vor uns liegt. Ich kann ihnen dabei helfen, ihre Existenz zu akzeptieren. Ich kann sie davon überzeugen, dass sie niemals wieder wie Sklaven behandelt werden. Es scheint, als hättet ihr eure Bestimmung gefunden, Bruder. Seit meiner Erweckung war ich verwirrt, ziellos, nicht sicher, wer ich bin und wie ich entstand. Nun sehe ich die Dinge wieder klarer. Das Schicksal hat mir eine Aufgabe zugewiesen, die nur ich bewältigen kann. Es ist befreiend. Ja, ihr steht vor einer Aufgabe, die nicht einmal Phoenix hätte bewältigen können. Und doch hätte er es versucht, wenn er es könnte. Aus Phoenix' Erinnerungen habe ich viel gelernt. Und durch sie habe ich mich selbst kennengelernt. Ich bin Phoenix. Und doch bin ich es nicht. Ich bin mein eigenes Wesen. Und darauf bin ich stolz. Okay, ja, das hat uns doch einen interessanten Einblick eröffnet. Wir werden nachher auch nochmal hier im Solarkern Ruana fragen, was sie dazu meint. Sie war da ja extrem gegen. Das wird sie gleich nochmal zur Aussprache bringen. Vorher sprechen wir allerdings nochmal mit Karax. Die Zerg stellen immer noch eine akute Bedrohung dar. Die Deaktivierung des Stasisschirms ist allein schon schwierig genug. Und wenn Amons Brut uns angreift, bereitet das zusätzliche Probleme. Wir werden sie lange genug abwehren, damit ihr eure Arbeit verrichten könnt, Karax. Die Forscher versiegelten Cybros mit einem sogenannten Megalithen. Diese Technologie ist der Schlüssel zur Deaktivierung der Stasisschlösser. Sobald der Schirm abgeschaltet wurde, müssen wir schnell handeln und Cybros aktivieren oder fliehen. Die Zerg auf diesem Planeten sind zu zahlreich. Überlasst die Verteidigung mir. Okay, jetzt also, wie gesagt, zu Ruana. Ah, ich bin im Solarkern. Ah, Artanis. Ich glaube, ich werde euch hier von größerem Nutzen sein. Außerdem ist es mir lieber, wenn Alarak dort bleibt, wo wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Dieser Plan ist wahnwitzig, Artanis. Die Richter sind unberechenbare Monster, die in der Basis von Latinum alle Templer niedermetzelten. Und ihr wollt sie erwecken. Sie erhoben sich gegen ihre Meister. Unser Volk behandelte sie nie wie Templer. Weil sie Maschinen sind. Geschaffen, um dem Willen der Konklave zu dienen. So denkt ihr also über Phoenix? Eine Maschine, deren einziger Zweck darin besteht, eure Befehle zu befolgen? Nun, in gewisser Weise widerspricht er dieser Definition. Er ist mehr. Ist es dann nicht möglich, dass es sich bei den ursprünglichen Richtern ebenso verhält? Außerdem denkt daran, wie wertvoll sie für uns in militärischer Hinsicht sein könnten. Gesetzt den Fall, dass sie sich uns tatsächlich anschließen. Ich vertraue Phoenix. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Das war ja deutlich diplomatischer, als ich es von Ruana gedacht hatte. Hier war aber gerade eben Bug, oder? Ach nee, Voracion hat das nochmal einfach gesagt. Stand die da gerade auch schon? Ich bin etwas verwirrt. Ich dachte gerade, Voracion hätte da nicht gestanden. Weiß ich nicht, woran das liegen könnte. Ich war wahrscheinlich einfach nur blind. Wir werden jetzt uns auf jeden Fall auf zur Mission machen hier. Tor zur Vergangenheit. Schlösser von Cybros deaktivieren. Die Schildemitter auf Endion müssen ausgeschaltet werden, wenn wir Cybros reaktivieren wollen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, Hierarch. Okay, Richter inaktiv, Zerg-Verseuchung geortet. Und wir haben eine neue Einheit, den Koloss, verfügbar. Okay, starten wir mal. Cybros, der Kerker der Richter. Wir können von Glück reden, dass es Amons Mut bisher nicht gelungen ist, den
Basisschirm zu überwinden. Ich habe nun Zugriff auf Endions Aufzeichnungen. Der Stasisschirm ist durch komplexe Schließmechanismen versiegelt. Sie können nur durch ein spezielles Gerät destabilisiert werden, den Megalithen. Ich beginne mit der Bergung, um ihn an den Schlössern einzusetzen. Er wird euren Schutz benötigen. In diesen Wäldern wimmelt es bereits von Zerg-Monstrositäten. Dann werden wir sie eliminieren. Wenn ihr erlaubt, Hierarch, diese Anlage entwickelte einst mächtige Waffen für das Imperium. Ah, ich habe Geschichten über die gewaltigen Kolosse gehört, die Klippen überwinden und Feinde aus der Ferne beschießen können. Lasst uns sehen, ob sie sich gegen die Zerg durchsetzen können. Das können sie bestimmt. Setzen wir also unsere große Reichweite erstmal ein. Die Zerg kommen aus dieser Höhle. Wenn wir auf die Gesteinsformation dort feuern, können wir damit die Öffnung verschließen. Das ist hier wirklich das Tolle, dass sie diese lange Reichweite haben. Und deshalb extrem viel Distanz überwinden können und Schaden machen können. Von viel weiter weg, als wir selber angegriffen werden können. Und wir machen auch extrem viel Schaden. So viel Schaden machen sie leider nicht mehr im Multiplayer. So, Gebiet haben wir doch jetzt gereinigt. Treuepunkt erreicht. Gute Arbeit. Das Gebiet ist gesichert und die Warp-Koordinaten für unseren Nexus-Punkt wurden erfasst. Karax, aktiviert den Megalithen. Autorisierung im Gange. Der Megalith sollte in Kürze bereit sein, Hierarch. Wir werden seinen Status überwachen und euch benachrichtigen, sobald er aktiv ist. Okay. Oh, unsere Basis ist aber schon deutlich größer geworden als gerade eben. Es wird einen Moment dauern, bis das System des Megalithen online ist. Er wird bald funktionsfähig sein. In der Zwischenzeit habe ich unsere Roboterfabrik verbessert, um die Konstruktion von Kolossen zu ermöglichen. Ihr könnt sie heranwarpen, wann immer es euch beliebt, Hierarch. Ach ja, genau. Und wir können das ja jetzt zum Roboter-Tor transformieren. Das ist ja das Coole. Das haben wir ja letztes Mal als Upgrade ausgewählt. Jetzt können wir hier Kolosse einfach so ranwarpen, ne? Sehe ich das richtig? Genau. Muss ich einmal Tab drücken. Okay, merke ich mir. Aber erst wollen wir natürlich ein paar mehr Einheiten haben. Ein paar mehr Drohnen haben. So, ein Pylon. Der Megalith sollte bald einsatzbereit sein. Wir müssen dafür sorgen, dass wir genug Streitkräfte haben, ihn zu verteidigen. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir können aber schon mal einen Induktor bauen. Denn das wird uns sicherlich helfen. Zweites Warp-Tor brauchen wir auch noch. Ja, das ist der Megalith, das habe ich wohl verstanden. Der Megalith ist bereit. Wir müssen gewährleisten, dass er sicher bei den Stasis-Schlössern ankommt. Okay. Ich bin die Stimme der Stasis. Ich bin hier in den Schatten. Passt zu mir. Ganz wie ihr wünscht. Wie gut. Aber das sollte machbar sein, zumindest hier zum ersten Schloss. Da werden ja hier mehrere kommen. Ja, genau, 5 Stück sehen wir da oben ja auch schon. Gibt es Mineralien und Gas. Was ist euer Begehr? So, sehr gut. Der ist doch schon mal hier einsatzbereit. Ist ja auch noch was. Der Megalith hat das erste Stasis-Schloss erreicht. Unterirdisch ist er in Sicherheit, während er seine Arbeit verrichtet. Boah, ich hätte einen so Kolosse reinwarpen könnte. Wie cool das wäre. So. Ich nehme mal an, dass jetzt hier noch ein Angriff kommt, oder nicht? Wenn das hier eine Zeitdauer hat hier, bis wir vorankommen, würde ich damit doch mal stark rechnen. Ihr müsst zusätzliche
Ich orte Zerg. Krieger, sorgt dafür, dass keine bis zu unserem Nexuspunkt vordringen. Zum Nexuspunkt sogar? Das heißt, wir müssen sogar hier hin, eher noch. Der Megalith hat das Schloss fast vollständig deaktiviert. Ich rate euch, Vorbereitungen für seine nächsten Bewegungen zu treffen. Okay. Vorbereitung für seine nächsten Bewegungen treffen? Bitte was? Unsere Feinde, unsere Feinde. Setzen wir schon mal einen Pylon hin, dann bekommen wir auch ein bisschen Verstärkung kostenlos. Oh, da ist der Megalith schon. Das ist eine Sonde. Was willst du denn von mir? Die Sensoren zeigen, dass das erste Stasis-Schloss deaktiviert wurde. Der Megalith bewegt Nein. sich zum nächsten. Ich wollte hier einen Koloss warpen. So, dann machen wir jetzt wieder Pylons. Zwei Stück, während der es vorne schon wieder in den Kampf geht. So, da wollen wir uns natürlich jetzt mal drauf konzentrieren. Ups, achso, dann bricht man alles wieder ab. Ne, das wollen wir nicht. So, das erste Mal, dass wir jetzt die Solarlanze im Einsatz haben. Ach ja, genau, und unsere Berserker. Das ist ja das Schöne, dass sie sich selbst wieder heilen. Das, was golden ist. Der Megalith ist sicher beim zweiten Stasis-Schloss eingetroffen. Es wird in Kürze deaktiviert sein. Interessant. Ich glaube, dass in dieser Anlage einst gigantische Kraftkerne als Energiequelle für Experimente genutzt wurden. Die Kerne sollten noch in diesen Hügeln verborgen sein. Wenn unsere Truppen sie zerstören, können wir die Solarit-Komponenten wiederverwerten. Das machen wir doch. Der erste Kraftkern wurde gesichert und wird gerade an Bord gewarpt. So, dann gehen wir jetzt hier zurück. Zack. Die Arbeit des Megalithen ist hier beinahe vollendet. Er wird sich bald wieder in Bewegung setzen. Wir holen uns hier auch mal gerade zwei Forges, damit wir hier Upgrades bekommen. Hier nochmal einen Verstärkungspylon. Können auch nochmal einen normalen Pylon bauen. So, der Megalith ist fertig. Stasis-Schloss deaktiviert. Das Raster erreicht 60%. Der Megalith bewegt sich nun in Richtung des dritten Schlosses. Voraus befindet sich ein Engpass. Gebt auf Krabbler Acht. Sie haben sich auf der Anhöhe verwurzelt. Seid vorsichtig! Nein! Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Heilt bitte mal den Megalithen, denn er ist sonst tot. So. Megalith, renn doch nicht so weit vor. Wir brauchen dich noch. Oh, Reininger. Wir müssen den Megalithen um jeden Preis verteidigen. So, Solarlanze. So, jetzt wird er sich erstmal wieder eingraben. Das heißt, wir sind jetzt mal im Moment wieder sicher. Wir müssen natürlich eigentlich noch ein zweites Kraftkerngehäuse finden, wo auch immer das sein soll. Gute Arbeit, Krieger. Der Megalith schaltet das dritte Schloss aus. Was? Das ist eigentlich auch nicht.
sind nur mehr Mineralien, die ich noch gebrauchen konnte. So, aber das würde ich wirklich sehr gerne jetzt eben noch finden. Hier vielleicht. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Muss ich nur aufpassen, dass gleich der Megalith nicht zu sehr getroffen wird. Dieser Schuss ist beinahe vollständig destabilisiert. Der Megalith wird in Kürze das nächste aufsuchen. Beide Kraftkerne wurden zerstört. Ich beginne sofort damit, sie zu untersuchen. So. Wir können jetzt noch mal ein paar mehr Gateways gebrauchen. Gleich können wir noch Upgrades fordern. Weitere. Das dritte Schloss wurde ausgeschaltet und der Megalith bewegt sich weiter. Meine Sensoren zeigen an, dass Cybros langsam aus der Stasis erwacht. Es verbleiben nur noch zwei Schlösser, Hierarch. Ich orte im Höhlennetzwerk vor uns eine große Anzahl an Zerg-Organismen. Wir können uns das Terrain zunutze machen. Bringt die Felsen beim Höhleneingang zum Einsturz und schließt die Zahl im Inneren ein. So, erster ist eingeschlossen. Jetzt werden wir in der Hauptbasis angegriffen. Das ist ziemlich schlecht für mich. Zumal ich mir jetzt auch gerade nicht wirklich recallen kann. Das war's mit unserem Nexus. Oh oh. Eine beträchtliche Anzahl Zerg wurden in den. Das heißt, es gibt keine Reinforcements mehr. Ich würde sagen, ich muss es nochmal neu laden. Seit dem letzten Dings. Weil das macht so wenig Sinn. Ich würde aber auch sagen, das ist jetzt hier ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Beim nächsten Mal werden wir also vom letzten Speicherpunkt weitermachen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.